Der Weißensee ist eine der bedeutendsten Tourismusregionen in Kärnten, auch bekannt als Naturjuwel, Karibik Kärntens oder Spielplatz der Natur. Eingebettet in den Deltaler Alpen im Süden Österreichs liegt das Hochbecken des knapp 12 Kilometer langen Weißensees. Das Gebiet rund um den Weißensee steht unter Naturschutz. Zwei Drittel des Sees sind unbebaut. Durchzugsverkehr und Motorboote gibt es hier nicht. Nur ein schmaler Wanderweg verbindet das Westufer mit dem Ostufer. Angekommen im wunderschönen Naturpark Weißensee. Wir befinden uns hier auf ca. 950 Meter Seehöhe. Zudem ist der Weißensee der höchstgelegene Badesee hier bei uns in Kärnten und einer mit der besten Wasserqualität. Also der Weißensee weist Trinkwasserqualität auf und hat auch beim Tauchen eine Sichtweite von bis zu 6 Metern. Er gilt übrigens als einer der reinsten Seen im gesamten Alpenraum. Und ja, ich nehme euch jetzt ein bisschen hier mit durch die Umgebung und zeige euch den wunderschönen Platz, den ihr übrigens, solltet ihr hier in Kärnten sein, unbedingt besuchen solltet. Man kann wirklich alle Seiten hier besuchen, von dort hinten oben. Bis hier auf die andere Seite vom See sind wunderschöne Wege dabei. Die Aussicht ist überall ein Wahnsinn. Ich war selbst schon dort, deswegen kann ich euch das sagen. Und ja, wir gehen jetzt ein bisschen weiter in den Osten vom See. Den Namen verdankt der Weißensee übrigens seinen weißen Seekreidebänken. Diese entstanden durch eingeschwemmte Kalkpartikel aus den umliegenden Bergen der südlichen Kalkalpen. So, angekommen auf unserem kleinen feinen Badeplätzchen, kurz nach dem Hotel Ronnehafels, liegt direkt am öffentlichen Wanderweg, der dem See entlang geht Richtung Ostufer, zeige ich euch dann später gleich noch. Und ja, ich werde mich jetzt mal ins Wasser begeben und mal schauen, was die Wassertemperatur heuer schon so hergibt. Kommt's mit! Durch zwei Passagierschifffahrtsunternehmen und deren insgesamt 4 Schiffen ist es möglich, den See von Station zu Station oder bei einer Seerundfahrt zu erkunden. Die erste Abkühlung haben wir jetzt hinter uns. Sehr, sehr fein das Wasser. Bisschen seeabwärts kommt man dann an diesen umgefallenen Baum, der mittlerweile ein bekannter Fotospot hier am See ist. Angekommen an einem der tollen Plätze hier am Wanderweg entlang des Sees. Meine wundervolle Mami ist heute auch mit.
Viele Urlauber kommen im Sommer auch mit ihren Campingwagen an den Weißensee. Camping ist am Westufer in Dechendorf sowie in Oberdorf möglich, sowie am Ostufer nähe der Gemeinde Stockenwoll. Für alle Wanderbegeisterten wartet ein mehrere hundert Kilometer langes Netz von Wanderwegen, die unter anderem auf die an der Südseite gelegenen bewirtschafteten Alpenhütten Nagleralben sowie der Kohlrüsselhütte führen. Auch die Bikefans kommen hier nicht zu kurz. Es gibt Trails in vielen verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Auch auf der Nordseite des Weißensees kann man viele Wanderungen unternehmen. Eine der bekanntesten ist jene zur bewirtschafteten Alpenhütte auf der Alm hinterm Brunn. Auch im Winter ist der Weißensee ein sehr beliebtes Tourismusgebiet. Zwischen Dezember und März bietet der Weißensee die größte Eisfläche der Alpen. Die unberührte Natur, das klare, türkisblaue Wasser und die Ruhe. Ein wahres Naturjuwel im Süden Österreichs, das man so sehr selten findet. Für mehr Informationen rund um die Region Weißensee verlinken wir euch die Webseite in der Infobox. Wie immer würden wir uns über ein Like und ein Abo freuen. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin macht's gut!